Einen schönen guten Morgen zusammen. Wir haben es pünktlich 10 Uhr. Ich begrüße Sie alle zu unserem Boston Tech Update. Es wird im Wesentlichen gehen um die neuen AMD-CPUs, die Supermicro-Systeme dazu und auch von Broadcom gibt es ein bisschen was Neues im Bereich Storage. Mein Name ist Wolfgang Stief. Ich führe Sie jetzt die nächste ungefähr eine Stunde durch das Webinar. Ich werde dann auch die Sprecher entsprechend übergeben. Ein bisschen was zum Thema Housekeeping. Wir zeichnen das Webinar auf. Das wird dann auch später noch online gestellt. Das heißt, wenn Sie irgendwelche Sachen vielleicht noch nachschauen wollen oder irgendeine URL nicht draufschreiben konnten, dann können Sie das später nachschauen oder auch den Kollegen zeigen. Und genauso stellen wir Ihnen im Nachgang auch die PDF-Präsentationen zur Verfügung. Das zum einen. Wenn Sie Fragen haben, es gibt in diesem GoToWebinar ein Chatfenster und nein, es gibt sogar ein Questions-Fenster. Da würde ich Sie bitten, tippen Sie die Frage in das Questions-Fenster. Ich werde immer am Ende eines Blocks von einem Referenten die Fragen sammeln, sofern noch Zeit ist. Und dann können wir die gleich zu dem passenden Thema beantworten. Ihr Plan ist etwa eine Stunde, wie gesagt. Und gerade fällt mir, ich habe mein Bild vergessen. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Kamera mit dazu tun. Damit Sie auch sehen, wer mit Ihnen spricht. So, wen haben wir denn sonst noch außer mich? Wir haben hier dabei den Dominik Manka von AMD. Der wird jetzt dann gleich nach mir über die neuen AMD-CPUs sprechen. Wir haben dabei den Herrn Mutterer von Broadcom. Der wird den letzten Teil bestreiten. Dazwischen ist dann der Herr Wodemer von Supermicro, der ein bisschen erklärt die aktuellen Supermicro-Systeme, wo dann diese CPUs auch drin verbaut sind. Und wie gesagt, ich selbst werde es so ein bisschen durch das Webinar durchführen. So, das dazu. Ganz kurz zu Boston selbst. Boston gehört seit Ende letzten Jahres zur 2CRSI Group. Die sitzt in Frankreich. Innerhalb der Gruppe gibt es verschiedene Unternehmen. Boston taucht dort auf als im Wesentlichen Distributionsarm, Distributionspartner, der sich also um die Integration von Systemen und dann eben auch den Verkauf kümmert. Es gibt noch die 2CRSI selbst, die Systeme bauen und auch die Trunkwell PC, die Systeme baut, in verschiedenen Ausprägungen, mit verschiedenen Schwerpunkten. Und dann haben wir noch mit dabei Green Data, die sich mehr so ums Housing kümmern, so ein bisschen mit Green Computing, Green IT in dem Feld zu tun hat. Die Gruppe selbst ist nicht so ganz klein. Wir haben so knapp 400 Mitarbeiter in 11 Ländern weltweit. Das Headquarter ist in Frankreich, in Straßburg. Das ist eine französische Firma. Ist als solche auch am Stock Exchange gelistet. Ja, das war's dazu, um jetzt einen kurzen Einblick zu geben in die Boston. Und jetzt übergebe ich an den Herrn Manka von AMD. Moment. So. Bitteschön. Moment. Ich muss noch ein OK klicken. Jetzt müsstest du eigentlich präsentieren können. Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Mein Name ist Dominik Manka von der Firma AMD. Ich hoffe, die Bildschirmpräsentation ist jetzt zu sehen. Würde einer von Boston das kurz bestätigen können? Ja, alles. Perfekt, wunderbar. Genau, ich begrüße Sie recht herzlich heute Morgen zum Training mit der Boston IT. Heute geht es, wie gesagt, von meiner Seite aus um die AMD EPYC-Prozessoren. Und da würde ich auch dann direkt, um nicht viel Zeit zu verlieren, weil ich 15 Minuten habe, ehrlicherweise, mit meinen Slides beginnen. So, genau. Die EPYC-Prozessoren-Generation 7002 nennt sich auch intern bei uns Rome. Ja, wir haben damit wahnsinnig für Furore gesorgt, bereits schon mit der alten Generation, mit Naples, mit der vorherigen 7001-Serie, die ja auch schon sehr performant und unserem Mitbewerber entsprechend, glaube ich, Kopfzerbrechen bereitet hat. Mit der 7002-Serie haben wir das nochmal ja, verstärkt. Wir haben natürlich ganz klar weiterhin noch die führende Architektur aktuell, was natürlich aber auch weiterhin von uns angestrebt wird, worauf ich heute noch kurz eingehe, wo wir auch natürlich auch weiterentwickeln. Wir haben führende Leistung. Wir sind aktuell Klassenbester im Serverprozessorenbereich.
Das ist jetzt nicht nur ein Marketing-Spruch oder auch von mir irgendwie gesagt, weil ich von der Firma AMD bin. Das dürfen Sie auch gerne natürlich auf Google etc. pp. Oder nachgoogeln, besser gesagt, nachschauen auch. Das ist jetzt nicht nur, wie gesagt, von unserer Seite auch aus. Und wir haben definitiv aktuell auch die führendste Sicherheit oder die führendsten Sicherheitssysteme auf unseren Prozessoren, die ich Ihnen heute auch kurz vorstellen werde. Ja, wie sieht es mit den neuen Prozessoren aus? Ich habe bereits schon erwähnt, dass wir da entsprechend, sag ich mal, für Furore sorgen. Wir haben 140 neue Weltrekorde aufgestellt mit unseren 7002-Prozessoren. Das sind 54 im Leadership-Bereich, im Two-Socket-Bereich, wo wir mit zwei Systemen, also mit zwei Prozessoren im System natürlich auch agieren können oder auch im One-Socket-Bereich, also sprich Server mit einem einzigen Prozessor. Da sind wir auch absolut unique im aktuellen, in der aktuellen Technik natürlich auch. Wir sind die Einzigen, die das sicherstellen im Moment und daher auch natürlich ganz klar, also auch was unsere Weltrekorde oder respektive auch die Preis-Leistungs-Themen auch betrifft, wo wir natürlich vorneweg sind. Ist natürlich auch unter anderem eins der Gründe, warum wir auch gerade aktuell im HPC-Umfeld, also in dem High-Performance Servern momentan auch stecken, wie beispielsweise HLRS zum Beispiel, die ganz großen Rechenserver, warum die natürlich auch auf AMD basiert sind. Das liegt natürlich ganz klar auch an der Performance, die aktuell natürlich einzigartig auch ist. Welche Prozessoren haben wir, über welche Prozessoren reden wir heute auch unter anderem und wie schaut unser Line-up auch entsprechend auch aus? Wie Sie so eben sehen, jetzt auf diesem Slide, wir haben Prozessoren von 8 bis 64 Kernen und da bieten wir natürlich ebenso auch die Single-Socket-Lösungen, wie Sie sie unten sehen. Das Schöne daran an unserem Portfolio ist, gerade für Sie als Endkunden quasi, die sich natürlich dann auch entsprechend ein Angebot der Boston IT auch geben lassen können, ist das Schöne, dass das Setup für die Prozessoren komplett identisch ist. Das heißt also, wir bieten bei allen Prozessoren 8 Channels mit DDR4 3200 zum Beispiel die Möglichkeit. Wir bieten bei allen Prozessoren bis zu 4 TB Memory-Speicher. Pro Prozessor natürlich auch immer. Wir haben jedes Mal 128 PCI-Lanes und das auf PCI 4. Und die Sicherheitsfeatures, die wir bieten bei den Prozessoren, ist auch bei allen identisch. Das heißt also im Wesentlichen, worum Sie sich am Ende des Tages nur kümmern müssen, sind quasi Kerne und Frequenzen zu tracken, welche Prozessoren für Sie, sage ich mal, für Ihre Anwendungen die geeignetsten sind. Und damit können Sie dann direkt quasi dann auch sich ein passendes Angebot der Firma Boston dann geben lassen. Macht es natürlich deutlich einfacher wie beim Wettbewerb, wo Sie jetzt nicht drüber gucken müssen, ist es jetzt Gold, Platinum, Silber, Bronze, wie auch immer. Welche Features bei welchem Prozessor sind, das haben wir hier nicht. Wir haben hier wirklich rein Kerne und Frequenzen, ansonsten das komplette Setup bei allen Prozessoren identisch. Ich habe auch schon vorhin bereits erwähnt, das Thema Sicherheit, gerade in der aktuellen Zeit. Ich sage jetzt mal, jeder von Ihnen, wer hätte das gedacht von einem Jahr noch, dass wir gerade Webinare verstärkt halten oder generell oder auch Roadshows oder sämtliche Events gerade momentan. Das heißt also, entsprechend kommt natürlich auch mehr Anforderungen auf die IT, aber natürlich auch die Sicherheitsthemen und Risiken steigen entsprechend. Und daher sollte man das natürlich nicht außer Acht lassen. Im Gegenteil, neben Performance und Preis ist natürlich aktuell auch Sicherheit, wie gesagt, die Entscheidung gerade eben auch für jedes Unternehmen. Wir haben für unseren Prozessoren, wie Sie es auch hier sehen, jetzt hat leicht bildhaft auch dargestellt, auf dem Prozessor nochmal einen Coprozessor mit drauf, der sich rein nur um Schlüssel kümmert. Das heißt also, der kümmert sich um den Root of Trust. Woher kommt im Prinzip diese Anwendung? Woher kommt das Betriebssystem? Der rein nur wirklich jeder Applikation und jedem Startvorgang einen Schlüssel zugewiesen hat, also bei der Installation und prüft, ist das jetzt halt quasi eine Anwendung oder ist dieser Bootvorgang direkt aus dem System heraus oder extern zum Beispiel über einen USB-Stick oder über sonstige Möglichkeiten.
einer Sicherheitsumgehung, sei jetzt mal Anführungsstrichen, oder eines Startvorgangs. Das heißt also, wie gesagt, einmal auf Prozessorbasis natürlich mit diesem Co-Prozessor. Unter anderem bieten wir natürlich dann aber auch unsere zwei Features, gerade im Serverbereich. Das ist einmal Secure Encrypted Virtualization sowie Secure Memory Encryption. Sie sehen hier einen ganz kurzen eine ganz kurze Übersicht, die SEV, also sprich Secure Encrypted Virtualization, die geht auf den externen Einfluss auf unsere Server im Prinzip mit drauf oder auf den Prozessor. Das heißt also, wie gesagt, da wird quasi im Prinzip schon direkt beim Administrator oder bei der Administration von außerhalb auf die Produkte wird quasi jetzt schon die Sicherheit sichergestellt, so doof es auch klingt. Das heißt also, ein Angriff von außerhalb auf den Server ist bei uns, ich behaupte jetzt einfach mal, schwer möglich. Das ist das eine. Und danach natürlich gerade, was den physischen Zugang zum Beispiel auch betrifft, also gerade die Speicherverschlüsselung, wenn man sich gerade vorstellt, zum Beispiel wäre jetzt hat ein Server gestohlen oder würde er verloren gehen wahrscheinlich nicht. Das passiert, wenn dann bei einem Notebook, aber wir haben auch diese Sicherheitsfeatures gerade in unserer Technik in den Notebooks zum Beispiel auch drinnen. Aber würde, wie gesagt, ein entwendetes Produkt, würde sich ein Produkt entwenden lassen, so ist es richtig gesagt, dann hätten wir quasi schon da auf den Speicher schon eine Verschlüsselung mit drauf. Zuzüglich natürlich zu unserem Co-Prozessor, also gerade aktuell die sichersten Systeme auf dem Markt, sei es jetzt im Serverbereich, allerdings natürlich auch, muss ich ehrlicherweise gestehen, im Client-Bereich. Was bieten wir quasi an Möglichkeiten in unseren Servern? Wir haben einmal die Leadership-Themen gerade im Dual-Socket-Bereich, also im Two-Socket-Bereich mit zwei Prozessoren. Da bieten wir bis zu 130 Kerne mehr und bis zu 45% mehr Speicherbandbreite. Und last but not least, aufgrund unserer Performance natürlich auch bis zu 102% höhere Performance wie der Mitbewerb. Hier beispielsweise gerade dargestellt über den 7742er EPYC-Prozessor im Vergleich zu zwei Intel Platinum 8280L Prozessoren. Das sind natürlich die höchst performantesten Darstellungen dann auch, aber wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, die wir Ihnen bieten, das heißt also gerade im Dual-Socket-Bereich. Im Single-Socket-Bereich, dazu habe ich ebenso eine Übersicht, da bieten wir bis zu 23% mehr Kerne, 20% mehr Performance und 34% niedrigere Anschaffungskosten. Jetzt hier in der Darstellung über den 7702-Prozessor, EPYC, das ist ein Prozessor mit 64 Kernen im Vergleich zu einem Gold-Prozessor, der 6230R, zwei Stück. Da sehen Sie den Vergleich schon mal, also immer noch mehr Kerne mit einem Prozessor, mehr Performance und niedrige Anschaffungskosten. Ich glaube, für jeden Finance-Bereich in Ihren Unternehmen definitiv ein durchschlagendes Argument, wieso man sich definitiv Gedanken machen sollte über AMD EPYC-Prozessoren und Serverlösungen in dem Fall. Da Sie natürlich hier auf alle Fälle das beste Paket für also preis-leistungstechnisch natürlich auch kriegen. Wie schaut das dann aus in der Konsolidierung? Gerade wenn man sich zum Beispiel für ein aktuell Dual-Socket-System natürlich auch im Umfeld hat und auf ein Single-Socket-System im Prinzip sich entscheidet. Also nur als Beispiel jetzt gerade bei größeren Server-Anwendungen oder bei größeren Server-Umgebungen, die man auch im Unternehmen vielleicht auch hat. Das kann man aber natürlich statt 100 auch nur bei 10 Servern oder sowas sehen. Da wird die Prozentuale ändert sich dadurch nur wesentlich. Hier in dem Fall, wie gesagt, beispielsweise 50% ja, Kostenersparnis dadurch, dass Sie sich für nur noch einen Socket-Server entscheiden, der die gleiche Performance bietet. 62% an Strombedarf, den Sie natürlich auch quasi dann dadurch auch reduzieren. Und das sind dann übers Jahr gesehen dann 45% oder auf 3 Jahre 45% Reduzierung der Kosten. Ich glaube, also da, wie gesagt, wenn Sie sich mit Ihrem Finance unterhalten oder beziehungsweise auf Ihren Finance zugehen, definitiv die Argumente, die momentan gerade eben natürlich auch sehr
von Vorteil sind, dadurch, dass natürlich auch alle Firmen aktuell in der aktuellen Phase und nicht nur unabhängig jetzt von Corona, sich natürlich auch den Kosten natürlich entsprechend auch annehmen und sagen, wir müssen natürlich klar die IT auf dem neuesten Stand auch halten. Und hier haben Sie natürlich zukunftsweisende, sag ich mal, Technik und vorausschauende Technik auch, gerade was die Performance betrifft und das natürlich zu deutlich geringeren Kosten. Wie schaut das allerdings auch zum Beispiel aber in der Speicherkonsolidierung aus, dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, bis zu 4 Terabyte bei unseren Prozessoren freizuschalten? Hier ebenso ein Beispiel, da reduzieren Sie Kosten bis zu 33%. Also wenn ich beides zusammennehme, ja, also da fällt mir dann auch ehrlicherweise als Controller, Finance, Mitarbeiter im Unternehmen, ja, da habe ich alle Argumente auf meiner Seite, warum ich mich für AMD EPYC entscheiden sollte. Wie sieht das im Performance-Bereich aus? Nur mal jetzt so als Übersicht. Hier jetzt gerade in dem Fall die High-Frequency-Parts, um welche es auch heute geht, welche auch entsprechend auch nochmal vorstellen wollte. Dadurch, dass wir das andere Deck, also die Prozessoren ja bereits seit Oktober letzten Jahres natürlich schon auf dem Markt auch haben und die High-Frequency-Parts jetzt neu gelauncht wurden im April, da haben wir, wie Sie sehen, also auch gerade einen Preis-Leistungs-Vorteil natürlich auch. Wir bieten Ihnen entsprechend die gleiche Leistung wie der Mitbewerb zu einem attraktiven Preis. Und was die Performance betrifft, also gerade wenn Sie es natürlich, sage ich mal, beim 7F72 mit 24 Kernen einfach mal vergleichen, da bieten wir deutlich höhere Performance und das zu einem sehr attraktiven Kurs natürlich auch im Gegensatz natürlich zu unseren anderen Prozessoren. Und das haben wir natürlich auch in einer kleinen Übersicht mit unserem Mitbewerb, gerade im Preis-Leistungs-Vergleich. Und da sehen Sie, dass wir da absolut mit konkurrieren, natürlich preis-leistungstechnisch da auch vorne dran sind. Die Preise, die Sie da sehen, sind prinzipiell UVP-Preise, die sind transparent im Netz. Wenn Sie ein komplettes System bei der Boston IT zusammenstellen lassen, variiert das natürlich dann nochmal separat, aber aufgrund natürlich anderer Gegebenheiten oder respektive aber auch natürlich ganz klar der Plattformen entsprechend, sag ich mal, ihrer entsprechenden Auswahl noch mit Arbeitsspeicher etc. Aber wie Sie auch sehen, hier natürlich klar die einzelnen Daten und Fakten, die sprechen ganz klar natürlich in dem Fall für AMD EPYC und gerade die Hochfrequenzplattformen. Es sind aber nicht nur alles natürlich Frequenzen, man muss sich ja in Summe summarum natürlich, wie bereits schon auch erwähnt, das komplette Portfolio oder respektive das komplette Paket natürlich auch angucken. Einmal High Performance natürlich, dann die Architektur, die Option natürlich auch auf eine Single-Socket-Lösung dann zu gehen. Und ja, und das komplette Deck, wie gesagt, mit 4 Terabyte Speichern, mit dem höheren DDR-RAMs zum Beispiel, auch die Sie auch verbauen können, mit dem Cache und das Ganze natürlich auch noch preis-leistungsoptimiert. Es ist nicht nur Frequenz, es ist nicht nur Performance, es ist wirklich eine Gesamtlösung, die wir hier bieten mit der Firma Boston und ja, um Ihnen natürlich das beste Paket auch bieten zu können. Unabhängig von dem, was ich Ihnen jetzt heute hier in der Präsentation auch zeige, wir haben auch Verschiedenes an Daten und Materialien auf unserer Webseite, wo Sie sich natürlich auch gleich im Vorfeld entsprechend natürlich informieren können oder sich eine Vorauswahl entsprechend geben lassen können, worauf Sie dann quasi dann auch ein dediziertes Angebot sich bei Boston geben lassen können. Beispielsweise, wir haben einen Prozessor Selector, den Sie auswählen können, wo Sie Ihre aktuelle Serverumgebung eingeben können, das heißt also die Prozessorauswahl eingeben können und Ihnen dann entsprechend drei verschiedene Prozessoren auch angeboten werden. Einmal einen preisoptimierten, einmal einen äquivalenten und einmal einen natürlich performanceoptimierten Prozessor noch dazu. Da haben Sie dann eine entsprechende Auswahl und natürlich basiert das auch wieder rein auf UVP-Preisen. Also es geht dann natürlich ein Stück weit auch auf Preis, das Ganze, wo man sich aber natürlich dann angucken kann, okay, passt jetzt hat, also zum Beispiel der 4210 von Intel, wie schaut der aus jetzt halt gegen einen AMD EPYC? Welcher wäre da äquivalent, sei es jetzt von den Kernen, sei es vom Preis oder von der Performance und Leistung her? Und dann natürlich auch gerade so Virtualization Tools, um Reduzierung der Kosten natürlich gleich mal zu optimieren. Das bieten wir auch auf unserer Webseite.
Was unter anderem noch, was ermöglichen wir noch auf unserer Webseite? Beispielsweise Konfigurationstipps von unserer Seite aus, wie man entsprechend, sag ich mal, seine Workloads auch noch tunen kann, welche Workloads für welche Prozessoren sehr geeignet sind, ab welcher Anwendung sollte man am besten für sich für einen höherwertigen oder für einen Mehrkerner zum Beispiel auch entscheiden. Da sind so diverse Optimierungen mit dabei, diverse Guidings für Sie mit dabei, wo Sie sich natürlich im Vorfeld gleich schlau machen können darüber, um dann natürlich auch gezielt dann bei der Firma Boston sich das Angebot geben zu lassen. Allerdings auch die Kollegen der Boston IT haben natürlich ein sehr, sehr tiefes Know-how, gerade was AMD EPYC betrifft, und unterstützen Sie natürlich da entsprechend dann auch in der Auswahl. Das im Prinzip so quasi alles als meine Zusammenfassung für heute, was AMD EPYC betrifft, um Ihnen allerdings natürlich auch eine beruhigende Zukunftsperspektive geben zu können oder eine vorausschauende Perspektive geben zu können. Wir haben ganz klar in der Vergangenheit, ich sage jetzt mal, früher nicht unbedingt die optimalsten Prozessoren gehabt oder beziehungsweise haben dann irgendwann mit der Entwicklung so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, sind ins Hintertreffen geraten, haben aber natürlich, sind sehr, sehr stark wieder zurück. Das resultiert auch, wie gesagt, aufgrund dessen, weil wir natürlich da tief entwickelt haben und auch vorausschauend weiterentwickeln werden. Also wir haben Teams, die bereits in 4 Jahresschritten arbeiten, und um ihnen auch eine Sicherheit zu geben, dass wir hier natürlich auch weiterentwickeln und auch unsere Exekutive mit den Prozessoren auch nicht abweichen wird. Also wir werden weiterhin neue Prozessoren bringen. Wir haben mit der 7001-Serie begonnen. Wir haben die 7002 implementiert. Wie gesagt, die sind draußen. Wir haben die nächste Generation bereits auch schon im Petto, und die Generation drauf ist bereits auch in der Entwicklung und kurz vor Abschluss. Da wird das, wie gesagt, in 3-4 Jahresschritten auch arbeiten. Und es wird natürlich auch kontinuierlich weiterentwickelt. Das heißt also von Generation zu Generation. Und wie gesagt, um Ihnen da ein beruhigendes Gefühl zu geben, AMD bleibt definitiv im Serverbereich bestehen und wird weiterhin auch den Leadership ganz klar für sich vereinnahmen wollen und auch weiterhin auch halten möchten. Und dazu werden wir natürlich auch laufend gerne ein Update geben, auch in Zukunft. Daher von meiner Seite aus bin ich dann quasi schon am Ende von der Präsentation. Ich hoffe, es war interessant genug. Ich hoffe, Sie haben einiges an Informationen mitnehmen können. Wie gesagt, Sie dürfen mich auch gerne jederzeit auch gerne nochmal separat kontaktieren. Ich bin auf LinkedIn oder Xing natürlich auch gerne für Sie erreichbar, oder auch über die Kollegen der Boston IT. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen, wie eigentlich: Sind Sie bereit für das neue Rechenzentrum der Zukunft mit AMD und EPYC? Ich hoffe ja und freue mich, wie gesagt, auf die weiteren Sprecher und übergebe jetzt dann hiermit auch meine Slides. Besten Dank und auf Wiederhören. Ich sage danke bei dir, Dominik. Wir haben keine Fragen. Allerdings ist mir jetzt in dem Vortrag aufgefallen und klar geworden, kann das sein, dass dieses F in der CPU-Tarife Frequency kommt? Sehr gut erkannt, ja. Ja. Ich habe mich gestern gefragt, hab so, jetzt plötzlich taucht irgendwie F auf, und gerade sagst du ja, okay, das sind die Frequenzprozessoren. Okay, kommen Sie mit den Schwächen. Korrekt. Wie komme ich auf die High-Frequency-Parts? Genau, mit F. Genau, ganz genau. Sehr schön. Ja, ich bin schon lange ein großer Fan von AMD-CPUs. Ich habe früher viel mit Spark gemacht, und ich finde es halt auch großartig, dass das alles so einheitliche. Man muss sich irgendwie große Sheets anschauen mit Spezifikationen, wenn man irgendwie CPUs auswählt, sondern man weiß, der hat irgendwie einen Haufen PCI-Lanes, und am Ende geht es bloß noch um die Cores und um die Frequenz. Ne? Das ist ehrlicherweise auch wirklich der Vorteil natürlich, gerade für die IT, gerade in der Auswahl. Ich muss mir keine Gedanken machen, was kann dieser Prozessor, sondern ich muss mir wirklich nur Gedanken machen über Kerne und Frequenzen für meine Anwendungen. Mehr ist es nicht. Gut, dann danke erstmal. Dann schalte ich jetzt weiter zu dem Dieter Bohlen. Sehr gerne. Super Micro. Und du solltest jetzt sharen können. Ja, und mein Screen sollte jetzt sichtbar sein. Das sieht gut aus. Ja. Wunderbar. Vielen Dank. Guten Morgen, mein Name ist Dieter Bodemer, Produktmanager der Supermicro. Wir produzieren die Verpackung für den EPYC, mit dem Sie die ganzen Features dann auch in Ihr Rechenzentrum bekommen.
Die Präsentation hier ist nur eine sehr, sehr eingeschränkte Übersicht über die aus unserem breiten Spektrum an AMD-Systemen, wo ich kurz einige Highlights vorstellen möchte. Die Boston kennt das komplette Spektrum und findet da sicher auch das für Sie passende Produkt. Ja, hier als kurze Übersicht ein Teil unserer Systeme. Wir haben sehr viele Systeme, die in den High-Performance-Bereich gehen. Das sind unsere Big Twins, Blade-Systeme, Fat Twins. Wir haben eine Auswahl an Systemen, die kosteneffektive Lösungen ermöglichen, wie unsere Twin Pros, die WIO. Sehr kompakte Systeme wie die Blades und dann natürlich auch High-Performance-Systeme im GPU-Bereich, womit wir augenblicklich anfangen, die Auslieferung unserer 8 GPU-Systeme. Und wir haben auch bereits auf der Roadmap und in Planung für Anfang des 4. Quartals ein 2HE-System basierend auf dem NVIDIA HGX A100, also 4 GPU-System. Ich werde hier jetzt bei den Einzelsystemen nicht auf die Features eingehen. Die finden Sie zum einen im Detail auf unserer Webseite und zum anderen eben, wie gesagt, die Boston kennt die Systeme in- und auswendig. Wenden Sie sich einfach an die Kollegen bei der Boston, die finden dann automatisch oder die finden dann das passende System für Ihre Anforderungen. Wie gesagt, Big Twins, das sind unsere Systeme für zum Beispiel HPC-Anwendungen, kompakt mit 4 Knoten, A2 CPUs auf 2 Höheneinheiten. Das heißt, wir bieten hier 512 Cores auf 2 Höheneinheiten und das ist doch sehr interessant für HPC-Anwendungen. Für Hosting, Dedicated Server Hosting zum Beispiel, sind unsere Twin Pros sehr interessant, Single Prozessor, 4 Node Systeme. Aufgrund der Features des EPYC Prozessors reicht für viele, viele Anwendungen ein einziger Prozessor aus, weil mit 64 Cores und 128 PCIe Lanes und bis zu 4 Terabyte Speicher auf einem einzelnen Board kann man ein sehr breites Leistungsspektrum abdecken. Des Weiteren haben diese Systeme 4 M.2, entweder NVMe oder SATA. Das heißt, wir können im Storage-Bereich flexibel entweder kosteneffektiv konfigurieren oder für Performance und zusätzlich noch 3,5 Zoll Laufwerke für Platzbedarf. Die Single-Prozessor WIO, eine Höheneinheit mit 4 oder 10 Laufwerken, aber auch bei einer Höheneinheit bieten wir 3 PCIe 4.0 Slots mit 16 Lanes, also sehr, sehr hohe Performance auch im AO-Bereich. Das Ganze bieten wir dann auch jetzt ab Sommer mit 16 DIMMs für einen Sockel und 10 NVMe Laufwerken. Das heißt, hier haben wir ein System, wo wir eine sehr hohe Performance zu sehr überschaubaren Kosten bekommen können, gerade was den Storage-Bereich angeht. Und dadurch, dass wir auch 3 PCIe-X16 4.0 Steckplätze haben, ist diese Performance jetzt nicht nur auf der Seite des Storage bei den NVMe, sondern wir können die auch durch entsprechende schnelle 100 Gig oder 200 Gig Netzwerkkarten ins Netzwerk rausbringen. Ja, unser 8-fach GPU-System. Das ist ein System, das zeigt, dass wir die Architekturen im Detail kennen und dass wir die Systeme jetzt nicht nur auf das hohe Performance im einzelnen Bereich, sondern auf den Gesamtdurchsatz hin designen. Das Besondere bei diesem System ist, dass wir hier 160 PCIe Lanes zur Verfügung stellen. Das ermöglicht, wir ermöglichen das, indem wir die Verbindung CPU-CPU nur mit 3x XGMI machen, aber dafür können wir dann 8 GPUs mit 16 Lanes plus 2 X16 Netzwerkkarten direkt anbinden, ohne PCIe-Switches und somit mit sehr geringen Latenzen eine sehr hohe
GPU-Performance liefern. Das System ist so aufgebaut, dass wir es sehr flexibel konfigurieren können. Wir können jetzt nicht nur 8 GPUs und 2x X16-Karte, wir können 8 GPUs, 2x X8-Karte plus 4 NVMe-Laufwerke und noch vieles mehr konfigurieren. Fragen Sie einfach bei den Kollegen der Boston an, die helfen Ihnen bei der idealen Konfiguration. Ja, dann unsere Ultralinie hier als Beispiel, den 1HE mit 32 DIMMs, zwei Prozessoren, vier PCIe-Slots. Das sind so praktisch unsere Hochleistungsmaschinen für universelle Einsätze. Das Ganze bieten wir jetzt dann auch in Kürze mit 12 NVMe-Laufwerke auf einer Höheneinheit an. Das heißt, hier haben wir dann wirklich das Optimum an Performance, sowohl im Storage als auch in CPU, als auch dann I.O. zum Netzwerk hin, weil wir eben 4 PCIe 4.0 bei X16-Steckplätze haben und so jetzt nicht ein einzelner Punkt des Systems den Engpass darstellt. Die einfachere Variante mit 4 3,5 Zoll Laufwerken. Ach, Entschuldigung. Falsch rum. Ja, wie üblich mein Problem, ich bin zu schnell. Aber ich denke jetzt, die einzelnen Features der einzelnen Systeme durchzugehen, hilft Ihnen nicht viel. Wichtig ist, dass Sie sehen, wir bieten ein sehr breites Portfolio an mit Systemen designed für spezifische Leistungsanforderungen. Das heißt, Sie müssen jetzt nicht irgendeine Brot- und Buttermaschine zu irgendwas zu vergewaltigen, sondern in unserem Spektrum finden Sie das System, was Ihren Anforderungen sehr exakt entgegenkommt. Und zusammen mit der Boston können Sie dann das exakt konfigurieren nach Ihrem Bedarf. So, es sind jetzt Fragen. Ja, ich habe tatsächlich Fragen. Wunderbar. Und zwar eine Frage war, zum Thema H12 SSL Mainboards, wann die denn lieferbar wären? Okay, also zunächst Lieferterminen bitte an den Verkäufer wenden. Ich bin Produktmanager, ich habe jetzt zu Lieferterminen nicht allzu viel zu sagen. Du kannst doch nicht sagen, irgendwie demnächst oder... Ich komme auch im Systembereich, das heißt, ich habe... Muss ehrlich sagen, Motherboard beschäftigt mich erst dann, wenn es in einem Gehäuse verpackt ist. Verstehe, okay. Ja. Gut. Und dann war noch eine zweite Frage in Richtung Supermicro. Wann wird denn das 8 GPU-System verfügbar sein, das du jetzt da am Schluss noch hattest? Da können wir jetzt schon Bestellungen annehmen. Die Produktion beginnt. Das heißt, so geplant ist Massenauslieferung ab Mitte August. Okay, gut, besten Dank. Ich würde noch mal ganz gerne den Dominik Manka bitten, das Mikro einzuschalten. Ich hatte nämlich noch eine Frage zum Thema AMD, die da verspätet kam, zu Leistung und TDP von den Frequency-Prozessoren. Ja. Was denn die so an TDP und Leistungsaufnahme haben? Das war in der Übersicht. Das habe ich jetzt gerade eben... kurzen Augenblick, ich ziehe mir jetzt bloß also gerade eben nur den Slide raus. Ich kann da reinspringen von 180 Watt bis 240 Watt, abhängig. Vielen Dank. Herzlichsten Dank, genau. Ja, okay. Ja, und unsere Systeme unterstützen praktisch alle TDPs. Wir müssen nur bei den einzelnen Systemen schauen, was muss im Detail konfiguriert werden. Wunderbar, ganz lieben Dank fürs Reinspringen. Richtig, genau, ja. Das ist die Leistungsaufnahme. So, jetzt ist hier eine Frage, welche davon sind CSO? Wobei ich nicht genau weiß, woraus sich die Frage bezieht. CSO. Das ist Complete System Only, das ist ein Supermicro-Begriff. Wir bieten die komplexeren Systeme wie die Ultra oder die Big Twins nur als Complete System Only, das heißt als komplettes System von Supermicro an. Andere Systeme wie die WIO ohne NVMe oder den Twin Pro bieten wir auch als Barebone an. Ich denke, die Frage ist damit beantwortet. Die Ultras und die Big Twins sind alle CSO.
beim 8-GPU-Server dahingehend, dass CPU, Memory und ein Laufwerk drin sein muss. GPUs kann der Kunde selbst dazu stecken. Und das Blade ist selbstverständlich CSO. Und das kommende A100-basierende System ist auch CSO, weil wir da auch von NVIDIA entsprechende Vorgaben haben. Okay. Und dann habe ich noch eine. Wenn man darüber spricht, dann kommen die Fragen so Stück für Stück an. Moment, das war hier. Die nächste Frage ist: Ist denn zu erwarten, dass die Twin und Big Twin mit mehr Festplatten und NVMe-Drives ausgestattet werden? Also bei den Big Twins haben wir ja eine Variante mit 4 NVMe. Beim Twin Pro laufen gerade Überlegungen. Da kann ich aber leider noch keine abschließende Information geben. Okay. Und da fragt noch jemand, was denn bei den CSO so kompliziert sei oder wäre. Wir wollen einfach sicherstellen, dass wenn ein Kunde so ein hochwertiges System kauft, das dann auch bei ihm funktioniert. Und garantieren wir dann auch die Funktion. Während beim Barebone weiß man nicht, welche Komponenten eingesetzt werden und so weiter. Und da können wir einfach die Funktion nicht garantieren. Gut. Damit sind erstmal alle Fragen, die ich für Sie beantwortet. Und dann würde ich weiterschalten. Bitte? Danke. Und dann würde ich weiterschalten an den Dominik Mutterer von Broadcom. So. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Dann schauen wir mal, wo wir das hier ad hoc hinbekommen. Ja, ich denke, man sieht meinen Screen. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite, Dominik Mutterer. Ich bin Channel Account Manager bei Broadcom, zuständig für den Storage Part in EMEA. Ich hoffe nicht mehr allzu viele, aber nichtsdestotrotz möchte ich da nochmal ganz kurz drüber sprechen als Intro. Es werden noch einige sich fragen, was hat denn Broadcom tatsächlich mit Storage zu tun? Viele werden uns wahrscheinlich aus dem Netzwerksegment kennen oder vielleicht aus dem Semiconductor-Bereich. Deswegen wollte ich nochmal ganz kurz, wirklich ganz, ganz kurz, bevor wir dann in die Details der neuen Produkte reingehen, nochmal auf die Firmenhierarchie oder die Firmenentwicklung eingehen. Und zwar haben wir sehr tiefe Wurzeln ganz weit zurück. Unsere Haupt- oder der Hauptakteur in dieser Geschichte ist die Avago Technologies. Die stammt, oder das ist der ehemalige Semiconductor-Bereich von HP, wurde ausgelagert, ist dann an die Börse gegangen und hat dann 2014 die LSI Logic aufgekauft als erste Akquisition. Und das ist auch das Thema heute, denn damit kam dann auch das Thema Storage zu Avago. Und dann hat man anschließend, hat die Avago dann noch die Broadcom auch gekauft. Avago, der Name war zumindest im IT-Server-Storage-Bereich immer nicht ganz so präsent. Da war der Name Broadcom dann schon eher präsent und aus dem Grund hat man sich dann dazu entschieden, auch Broadcom als Markenname dann weiterzutragen. Und deshalb werden auch heute unsere Storage-Produkte, die ehemaligen LSI-Storage-Produkte, es hat sich am Produkt nichts geändert, bis auf die neuen Produkte natürlich, deutliche Verbesserungen, hat sich aber an der Produktphilosophie nichts geändert. Man setzt jetzt einfach nur den Namen Broadcom davor. 2017, also zwischendurch hat man dann auch noch die Emulex aufgekauft, seines Zeichens Fiber Channel Hostbus Adapter. Wir haben 2017 die Brocade gekauft. 2018 haben wir uns dann in Richtung Software orientiert und haben hier die CA aufgekauft, die mittlerweile unter dem Broadcom-Schirm operiert. Und 2019 unsere letzte Akquisition war die Symantec. Das heißt, wir sind heute einer der führenden Infrastrukturanbieter, das heißt aus dem Semiconductor-Bereich wie auch aus dem Infrastructure-Software-Bereich.
Und das ist eben unser Anspruch, dass wir führender Anbieter von Infrastrukturlösungen sind. Davon ist Storage eine sehr, sehr wichtige Säule. Und da haben wir auch einen sehr guten Footprint damit, mit der LSI, mit der Brocade, aber auch mit der Emulex im Fiber-Channel-Bereich. So, wo investiert oder in welche Richtung möchte Broadcom investieren und möchte das Thema Storage weiter vorantreiben? Grundsätzlich hören wir oft aus dem Fiber-Channel-Bereich verstärkt, aber natürlich aus dem RAID-Bereich, auch mit der Evolution des Storage-Interfaces und der Medien hin zu NVMe, dass RAID eine überholte Technologie sei. Natürlich können wir heute auch sagen, wenn wir uns hier auf der linken Seite die Server Storage Evolution anschauen, sehen wir, dass CPUs natürlich ein Vielfaches an Millionen IOPS liefern, die ein RAID-Adapter tatsächlich verarbeiten kann. Auch die Drives haben deutlich mehr Performance. Und irgendwo ist dann der RAID-Adapter, je nachdem, dann auch das Bottleneck, je nachdem, was man natürlich dann auch für Devices einsetzt. Die Broadcom-Strategie ist es tatsächlich, bis 2024 so massiv in die Entwicklung, in Weiterentwicklung des RAID-Stacks und der RAID-Technologie zu investieren, um dann tatsächlich den RAID-Adapter als Bottleneck in dieser Lösung zwischen der CPU und dem Device, ob das jetzt ein NVMe-Device ist oder eine Festplatte, tatsächlich auch hier dann diesen diesen Flaschenhals dann zu entfernen. Unsere Roadmap dazu sieht eigentlich auch sehr, sehr interessant aus. Also 2017 haben wir unsere erste Generation Tri-Mode, da komme ich auch gleich nochmal drauf, haben wir die erste Generation Tri-Mode gelauncht und hier konnten wir schon, wie man es auch hier schön sieht, schon einen sehr, sehr großen Sprung machen, was die IOPS in RAID 5 Applikationen anbelangt. Also hier schon mal auf 185.000 IOPS hochgegangen. Mit unserer neuen Generation der 95er Aero Familie haben wir hier nochmal einen guten Sprung gemacht, auch natürlich dank dieser Express Generation 4 auf 240.000 IOPS. Und unsere nächste Familie wird hier einen dramatischen Sprung machen, nämlich mehr als verdreifachen die Anzahl der IOPS in einer RAID 5 Operation, in RAID 5 Write Umgebung auf 900.000 IOPS oder bis zu 900.000 IOPS. Die reine Performance oder die reinen IOPS ist natürlich das eine. Ein anderes Problem in RAID Umfeld ist natürlich dann aber auch die Rebuild Performance. Das heißt, wenn eine Festplatte oder ein Medium innerhalb von einem RAID ausfällt, dann habe ich natürlich die Problematik, dass die Daten wiederhergestellt werden müssen. Und je länger natürlich auch so ein sogenannter Rebuild dann auch dauert, desto größer ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu gehäuften Ausfällen kommt, weil natürlich auch die Belastung auf die Festplatten deutlich stärker ist oder auf die Medien natürlich deutlich stärker ist, um die Daten auch entsprechend wieder herzuholen. Und natürlich hat man dann auch immer nur eingeschränkte Performance zur Verfügung während so einem Rebuild. Was wir hier jetzt darstellen für die nächsten Generationen, im Speziellen natürlich für Flash-Devices, also für SSDs, ob NVMe oder SATA, ist dann erstmal dahingestellt. Aber im SSD-Bereich haben wir hier sehr gute Möglichkeiten, das auch nochmal die Rebuild-Performance hier mal deutlich zu steigern. Mit unserer heutigen Aero-Generation, das heißt die 95er-Familie, sind wir im Idle-Betrieb. Das heißt, wenn kein Datenzugriff stattfindet, bei bis zu 60 Minuten pro Terabyte an Rebuild-Zeit. Mit unserer nächsten Generation Avenger werden wir das auf mindestens 30 Minuten halbieren und die darauffolgende Generation wird noch darunter liegen, also deutlich unter 30 Minuten sein. Wenn wir unter Last heute anschauen, dann sind wir bei bis zu 56 Stunden pro Terabyte und das zeigt schon ganz klar, wie massiv denn tatsächlich der Zeitaufwand ist, um ein entsprechend großes RAID dann auch wieder zu rebuilden. In Zeiten von 10, 12, 16 Terabyte Medien ist es natürlich ein Wahnsinn. Ja? Also, dass man sich dann wegbewegt von den traditionellen RAID-Technologien, ist natürlich da auch irgendwo klar. Wir werden in der nächsten Generation, werden wir diese 56 Stunden unter Last
tatsächlich auf eine Stunde reduzieren und danach auf unter eine Stunde. Das heißt, wir werden dann hier nicht nur das Performance-Bottleneck oder Flaschenhals entfernen, sondern wir werden auch einen der schlimmsten Themen im RAID-Bereich dann entfernen. Das heißt, wir werden die Rebuild-Zeiten deutlich verbessern. Wie gesagt, das ist aber hauptsächlich dann auch im SSD-Bereich angesiedelt. So, ich habe jetzt schon einiges vorweggeschickt. Tri-Mode und PCI Express Gen 4, Arrow und die 95er-Familie, also ganz viel zusammengemixt. Sprechen wir mal ganz kurz drüber. Die 95er-Familie, der Codename für den Chip ist Arrow. So setze ich das Ganze zusammen. Und wir sind nach wie vor am Markt die erste Lösung mit der Tri-Mode-Technologie. Das heißt, wir haben eine universelle Konnektivität an unseren HBRs und RAID-Controllern. Das heißt, wir können SAS, SATA und NVMe-Devices zur gleichen Zeit am selben Controller auch betreiben. Und das war von Broadcom natürlich ein sehr großer Invest auch in die Richtung zu sagen, wir wollen NVMe massentauglich machen. Wir wollen den Benutzern die Möglichkeit tatsächlich auch geben, sich das Beste aus beiden Welten heranzuziehen. Das heißt, eine Data Protection durch RAID für NVMe-Devices, eine volle Hardware-Unterstützung von diesen Themen, also nicht irgendwie durch Chipsatz und Treiber, sondern tatsächlich in Hardware gegossen. Eine volle Unterstützung, aber natürlich auch die Vorteile von SAS und SATA weiterhin nutzen. Das heißt Ausfallsicherheit, das heißt Kapazität etc. und natürlich aber auch der Preis des Mediums an sich. Somit haben wir Tri-Mode geschaffen. Wie gesagt, der gleichzeitige Betrieb von den Medien an nur einem Controller. Ja, was kann die 95er-Serie, was unsere vorhergehenden Serien nicht konnten? Wir sind, und das ist die Hauptsache, wir sind auf PCI Express Gen 4. Das heißt, hier volle Plattformunterstützung auf Gen 4, zum Teilen zum Hosting, aber auch, wenn wir über NVMe-Devices sprechen, auch hier die Unterstützung von PCI Express Gen 4 bis zu 16 Lanes, die wir direkt adressieren können über den HBR oder den RAID-Controller. Und ja, es ist alles so, wie Sie es gewohnt sind mit den vorhergehenden Serien. Wir haben ein Unified Management mit unserem LSI Storage Authority und mit den entsprechenden CLI-Tools, die zur Verfügung stehen. Das heißt, hier gibt es keine Änderungen. Größtes Highlight ist tatsächlich PCI Express Gen 4. Gehen wir nochmal in die Details. Ich habe es schon vorweggeschickt. Also wir haben die Unified Connectivity mit Tri-Mode. Wir können die unterschiedlichen Devices miteinander kombinieren oder, wie wir es nennen, mixen an einem Controller. Wir können Direct Attached unterstützen, das heißt bis zu 4 NVMe-Devices können direkt angeschlossen werden am Controller. Bei einem 16-Kanal-Controller, 16 Kanals sind dann hier auch gleichzusetzen mit 16 PCI Express Lanes zum Device hin. Wir können Expander damit betreiben, das heißt auch mehr als nur die angeschlossenen SAS-SATA-Devices hier über den Expander anschließen. Wir können auch über einen PCI Express Switch, einen externen PCI Express Switch, können wir auch mehr als die 4 direkt angeschlossene NVMe-Devices adressieren. Das heißt, 24 beziehungsweise bis zu 32 NVMe-Devices können an hier einem RAID-Controller dann auch tatsächlich betrieben werden. Ganz wichtig für uns, das ist eigentlich Firmenphilosophie von jeher, wir haben eine volle Down- und Upgrade-Kompatibilität. Das heißt, die 95er-Serie kann heute, ich sage jetzt immer mal mit einem kleinen Sternchen, wir haben in der IT eigentlich schon alles gesehen, aber bisher hat es eigentlich immer sehr, sehr gut auch funktioniert. Wir können hier alte RAID-Sets, die mit 3 Gigabit-Controllern zum Beispiel aufgesetzt wurden, können wir mit der 95er-Serie heute auch so wieder einlesen. Grundsätzlich, die 95er-Serie basiert auf unserer 94er-Serie, nutzt hier den gleichen Code-Stream auch. Und wird halt entsprechend auch mit der 94er-Serie und der 95er-Serie hier der Codestream dann auch entsprechend weiterentwickelt. Hauptsächlich, wie gesagt, auf PCI Express Gen 4.
Wir haben mal, und da komme ich dann auch gleich nochmal dazu, was ich Ihnen auch gerade schon eingangs gezeigt habe, wir haben hier auch eine sehr, sehr hohe Performance, die wir anbieten können, bis zu, ja, bis zu das Doppelte gegenüber Vorgängergenerationen. Und was wir auch noch gemacht haben, kam ja auch im Vortrag von AMD schon zur Sprache, wir haben auch die Security erhöht. Es wurde ein Hardware Secure Boot eingeführt, der einen, der es verhindert, gefälschte oder ja, ich sage es mal, angepasste Firmware auf den Controller zu laden. Hier sehen Sie auch nochmal die Details. Der Controller im, ja, im Überblick, Sie bekommen ja die Präsentation im Nachlauf dann auch zugeschickt, deswegen möchte ich nicht allzu sehr ins Detail gehen. Wichtig ist mir nur nochmal zu sagen, hier mit der Performance 240.000 IOPS, aber gleichzeitig auch, also in einem RAID 5, aber gleichzeitig auch im Vergleich zur Vorgängerfamilie eine Reduzierung im Power Footprint. Das heißt, hier sind wir nochmal bis zu 2 Watt unter der Vorgängerserie. Das heißt, hier auch nochmal deutlich stromsparend. Ansonsten ändert sich nur der Connector auf dem Board. Wir wandern hier zu Slimline SAS. Für die interne Konnektivität bleiben bei Minisas HD bei der externen Konnektivität. Genau. Recht ähnlich verhält sich das dann auch hier bei unseren HBAs. Das heißt, hier gibt es 4 neue Produkte, interne wie auch externe Konnektivität. Auch hier hat sich der Steckerformfaktor geändert und auch hier hat sich der Power Footprint entsprechend reduziert. Ein kurzes Wort zum Thema Performance. Wie ich schon eingangs gesagt habe, wir haben hier wirklich sehr, sehr hohe Performance. Wir konnten hier nochmal deutlich zulegen im Vergleich zu den Vorgängergenerationen. Sie sehen jetzt hier auch alle Generationen, die sich aktuell von uns am Markt befinden. Invader ist die altbekannte 93er Serie, das heißt hier auf 12 Gigabit SAS. Ventura ist die 94er Serie, die seit 2015 am Markt befindlich ist, und Arrow ist eben die neue Generation. Und hier haben wir auch einen sehr interessanten Vergleich gemacht, Arrow Generation 3 und Generation 4. Das heißt, ein Arrow Controller, ein 95er Controller in einem PCI Express Gen 3 und in einem PCI Express Gen 4 Umfeld. Und was Sie hier schön sehen können, ist, dass wir selbst in einem Gen 3 Umfeld bereits Performance Boost sehen. Das heißt, nicht ganz so deutlich, wie wir es teilweise in PCI Express Gen 4 Umgebungen sehen, aber doch tatsächlich auch nochmal höhere Performance in der Generation 3. Ja, ich sagte ja, 3 Familien haben wir am Markt. Grundsätzlich ist der Lifecycle ungefähr 10 Jahre pro Controller. Ist ziemlich ziemlich unique im Vergleich zu Plattformen, zu Prozessoren vielleicht auch und aber auch zu Speichermedien. Da ist typischerweise der Lifecycle nicht ganz so lang. Aber es ändert sich natürlich dann auch nur bedingt etwas. Und wir haben dann natürlich immer auch sehr viele Möglichkeiten hier in der Firmware auch sehr viel zu tweaken und zu ändern, was dann nicht unbedingt ein Hardware-Refresh notwendig macht. Hier finden Sie nochmal einen guten Überblick über die Generationen und wann welche Generationen tatsächlich zum Tragen kommen. Also es gibt zum Beispiel im Port-Count Unterschiede. Wir haben in der 93er-Serie haben wir noch einen 4-Port-Count und einen 24-Port-Count. Bei der 94er- und 95er-Familie gehen wir nur von 8 bis 16 aktuell. Was wir definitiv hervorheben möchten, ist die aktive Feature-Entwicklung findet allerdings auf der 94er und auf der 95er-Familie statt. Die 93er-Familie wird voraussichtlich noch die nächsten 3 Jahre am Markt befindlich sein, aber wird nicht aktiv neue Features mitzubekommen. Und Sie sehen hier aber auch ganz deutlich, wenn es um Performance geht, sollten definitiv auf die 94er oder auf die 95er-Familie geswitcht werden. Ähnlich verhält sich das auch bei den HBAs. Auch hier haben wir die 93er-Familie auch leicht etwas ausgedünnt. Wir haben aber auch hier bis zu 24 Ports intern.
Auch so wieder, wie gesagt, sehr unique. Wir haben dann hier die 94er und 95er Familie, die schon vom Stromverbrauch her deutlich attraktiver sind und die man dann auch entsprechend bei hoher Performance dann auswählen sollte. Dann möchte ich kurz vor Abschluss nochmal ganz kurz auf ein neues Produkt eingehen, was wir in dem Zuge auch gelauncht haben. Das ist unser NVMe Switch Adapter oder unser NVMe HBA. Das heißt, das ist keine Tri-Mode Connectivity, sondern eine reine NVMe PCI Express Konnektivität. Hier können Sie an dem Adapter bis zu 32 PCI Express oder NVMe Devices anschließen. Direkt anschließen und dran betreiben. Es ist kein RAID, es ist ein reiner HBA, dient der Erweiterung von Onboard-Konnektivität zum Beispiel oder wenn einfach die gesamte Funktionalität, wie jetzt das Hot Add, Hot Remove etc. Und auch Backplane-Management durch die Hardware gelöst werden soll. Also es befindet sich hier ein PCI Express Switch auf der Adapterkarte mit und die regelt entsprechend das gesamte Management der angeschlossenen Devices über diesen PCI Express Switch. Wie gesagt, auch ein neues Produkt, was im Zuge der 95er Familie auch mit vorgestellt wurde. Ja, zum Abschluss möchte ich ja nochmal eine kurze Zusammenfassung bringen. Also RAID ist nicht tot. Wir investieren als Marktführer, würde ich sagen, investieren wir hier nochmal kräftig in die RAID-Technologie und wollen die wieder weiter voranbringen. Wir denken, das ist sehr, sehr interessant, die Performance, wie auch natürlich das Thema vom Rebuild. Also hier sollte man auf jeden Fall immer mal noch ein Auge aufbehalten. Und ich denke auch, die Firma Boston wird dann hier weiterhin gut mit uns zusammenarbeiten und die entsprechenden Lösungen auch offerieren. Wir sind der erste und einzige Anbieter von Tri-Mode-Konnektivität, speziell aber auch von PCI Express Gen 4. Wir wollen sehr stark das PCI Express Gen 4 Ecosystem heute pushen. Somit sind wir hier auch sehr vorne mit am Markt. Nichtsdestotrotz können Sie auch heute schon in Generation 3 PCI Express Umgebungen Ihre Performance deutlich verbessern mit den 95er Controllern. Ja, und ansonsten, wie gesagt, wichtig ist für uns die In-Place Upgrade Möglichkeit. Das heißt, Sie können heute bestehende Systeme nutzen und mit einem neuen Controller ausstatten und hier auch höhere Performance erzielen. Es muss nicht immer, also natürlich gerne ein neues Serversystem sein, aber es geht auch ein Upgrade. Wir haben hier einen vollen Upgrade-Weg zur Verfügung. Das war es von meiner Seite. Allerbesten Dank, Dominik. Es sind Fragen da. Die eine ist sehr spezifisch und zwar geht es um das Thema Cashcade. Das ist ja so eine SSD-Cache-Geschichte. Ja. Und die Frage ist, wie es denn damit ausschaut bei den Controllern von 94 und aufwärts? Genau. Sehen wir hier schön in diesem Slide. Cashcade ist nur noch verfügbar in der 93er-Familie. Die 94er-Familie und die 95er-Familie unterstützen kein Cashcade mehr. Das hat einfach zum Grund, Cashcade ist ein SSD-Caching-Konzept. Und wir gehen bei der 94er und 95er Familie einfach davon aus, dass das Primärstorage nicht mehr Festplatte oder Spinning Media, wie man so schön sagt, ist, sondern einfach Flash-Speicher, SSD-Speicher ist. Und SSDs mit SSDs zu cachen wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, ist aber sehr, sehr nischenorientiert, sage ich jetzt mal. Von dem her haben wir uns dafür entschieden, dass wir Cashcade mit der 93er-Familie belassen und sobald die 93er-Familie dann end of life geht, wird auch dann Cashcade nicht mehr zur Verfügung stehen. Also die Anmerkung war halt, dass ein RAID mit Festplatten plus Cashcade preislich ab einer bestimmten Größe sehr viel interessanter ist, als wenn man dann SSDs hinten dran betreibt. Aber ich denke, das ist ja über die Zeit lösen. Also ich wenn man natürlich über NVMe-Devices dann sprechen, die sind aber heute schon nicht unterstützt als Caching-Medium. Wenn wir über NVMe-Medien sprechen, vom Preis sage ich jetzt mal jein, ja, weil der Flash-Preis hat sich natürlich dramatisch angepasst und auch die Kapazitäten haben sich dramatisch angepasst an die rotierenden Medien. Also wir sehen schon, dass der Haupt
Anwendungspunkt in der 94er und 95er Familie tatsächlich Flash ist. Okay. Aber das könnt ihr natürlich als Lösungsanbieter deutlich besser dann auch nochmal hervorstellen. Ne? Okay. Jetzt sehe ich ja auf der Slide 12 Gigabit plus Remote. Ich weiß auch von woanders, es ist ja jetzt SAS 4 mit 24 Gigabit demnächst so am Anrollen und gibt schon erste Produkte. Also wir haben uns aktiv, wir haben uns aktiv dafür, also wir hatten bei der 95er Familie, standen wir vor der Entscheidung, was wollen wir machen? Wollen wir PCI Express Gen 4 oder wollen wir SAS 4 machen? Und wir haben uns da ganz klar zusammen mit unseren OEMs, haben uns da die Meinungen eingeholt und haben da ganz klar entschieden, wir gehen PCI Express Gen 4 zuerst. Deswegen ist die 95er Familie auch 12 Gigabit SAS. Wir sehen es auch bei den Medienanbietern, dass es hier eigentlich eine sehr, sehr ausgedünnte 24 Gig Roadmap gibt für SAS. Es wird Devices geben. Und wir werden 24 Gig SAS in der nächsten Generation vorstellen. Das heißt, Ende 2021 werden wir auch 24 Gig SAS haben. Es wird allerdings, und das kann ich zur Zukunft von SAS sagen, es wird die letzte Bandbreitenerweiterung sein. Es wird nach 24 Gig wird es keine weitere Bandbreitenerhöhung mehr geben. Es wird vielleicht Feature-Anpassungen geben, zum Beispiel Hybrid SMR. Es gibt Themen wie, jetzt fällt mir der Name natürlich wieder nicht ein. es wird halt einfach technologisch wird sich dann wahrscheinlich schon noch etwas tun, aber einfach von der Bandbreite her, von der Performance her werden wir hier nichts mehr sehen. Das ist auch anzumerken, also einer unserer Architekten ist auch der Chairman vom SAS-Komitee, hat es vor 2 Jahren übernommen und treibt es natürlich auch weiter voran. Also wir haben da sehr starkes Interesse nach wie vor an SAS, aber von der Bandbreite her werden wir uns da einschränken. Ja. Ich meine, es gibt jetzt ja auch NVMe als Protokoll und ich denke, da wird dann doch deutlich mehr passieren in Zukunft. Ja. Gut. Ich habe noch eine Frage, die sich mehr in Richtung Supermicro bezieht. Das heißt, wenn vielleicht der Herr Rodemer, der Dieter noch das Mikrofon einschalten könnte. Und zwar war die Frage nach RAID-Controllern für NVMe in AMD-Systemen. Haben wir im Augenblick noch nichts qualifiziert. Okay. Und wird wäre aber dann... Aber, da darf ich ganz kurz einhaken, wäre dann aber natürlich... Ja, klar. Der letzte Teil war jetzt abgehackt, Dominik. Ich habe gesagt, da würde ich mich dann einschalten, wäre natürlich prädestiniert für AMD-Systeme PCI Express Gen 4, natürlich die 95er-Serie. Ja. Also ich weiß, dass in USA im Lab das auch schon in Arbeit ist, aber mehr Informationen habe ich dazu leider nicht zur Verfügung. Okay, gut, dann danke erstmal. Weitere Fragen sehe ich gerade keine. Dann mache ich mal noch die schließende Klammer um die ganze Geschichte. Wir kommen langsam zum Ende. Ich möchte, bevor ich hier weitermache, nochmal die Teilnehmer kurz aufrufen oder fragen. Wir hatten überlegt im Vorfeld, wie es denn ausschaut, Webinare in Englisch abzuhalten. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mir im Chatfenster entweder an mich oder an den Organizer-Chat kurz rückmelden könnten. Ist es egal oder haben Sie irgendwie lieber dann doch Englisch oder lieber doch Deutsch, weil man dem besser folgen kann und so weiter? Einfach nur, damit wir so ein bisschen ein Bild dafür kriegen, wie wir da in Zukunft verfahren, weil wir hätten natürlich auch die ein oder andere Möglichkeit, mit Sprechern aus dem englischen Raum, von Boston selbst, von Herstellern zu reden, da auch Webinare zu machen. Aber es könnte sein, dass Sie sagen, so, nein, Gottes Willen, ich will auf jeden Fall was Deutsches haben, weil da kann ich besser folgen. Also deswegen wäre so eine kurze Rückmeldung tatsächlich hilfreich für uns. Gut. Dann kommen wir langsam zum Ende. Ich möchte noch kurz zurückkommen zum Thema Boston. Wir haben, wie Sie hier sehen, so schematisch dargestellt natürlich ein breites Portfolio an Produkten. Es geht los über Storage,
Natürlich die ganze Cloud-Geschichte, wenn Sie irgendwie Clouds betreiben wollen, bis hin zu HPC und auch viel Grafiksachen. Da sind wir schon in Boston, UK, schon sehr lange arbeiten dran und auch Beziehungen mit der HPC-Community, dort entsprechende Systeme zu bauen und auch bereitzustellen. Das Portfolio ist entsprechend breit gefächert. Da ist wahrscheinlich für jeden, für jeden Wunsch was dabei. Natürlich Compute-Server in sämtlichen Größen, die Workstations, wie gesagt, GPU-Systeme, die jetzt auch mehr und mehr interessant werden im Bereich Machine Learning und künstliche Intelligenz, wo es ja sehr viel mit GPUs gemacht wird. Dann natürlich die ganze Blade-Geschichte, die man in Clouds braucht, Software-Defined Storage, das heißt große Brocken, wo viel, viel Festplatte drin ist. Interessant finde ich persönlich auch diese Immersion-Cooling-Sache, das vorletzte Bild. Das ist tatsächlich ölgekühlte Systeme oder das ist ein großer Kasten, da ist Öl drin und dort werden die Mainboards einfach eingetaucht und durch Öl, durch natürliche Konvektion wird die Wärme dort abtransportiert und damit kommen die Dinger natürlich entsprechend dicht packen, heißer betreiben, höher takten und solche Geschichten. Bringen Sie alles bei der Boston. Sie würden sich einfach dann an die Sales-Kollegen wenden. Wir integrieren die Dinge auch nach Kundenwunsch. Sie sind noch nicht festgelegt auf bestimmte Speicherausbauten oder bestimmte CPU-Geschichten. Das können wir alles entsprechend dann auch anpassen. Apropos bauen, die Business Line möchte ich doch einfach kurz vorstellen, die wir jetzt vergleichsweise neu haben. Die, oder den Zettel suchen dazu. Die ist relativ neu. Die Vorteile sind, das ist ein bisschen bessere Verfügbarkeit. Die Systeme sind in Standardkonfigurationen durchgetestet. Auch da kann man natürlich dann in Grenzen CPU und Memory zum Beispiel Memory-Ausbau in anderen Größen haben. Wichtig ist eben, dass tatsächlich diese ganzen Geschichten getestet kommen. Die werden also bei uns assembliert und sie kriegen dann auch mit Testzertifikat, das sind dann entsprechende ISO-Tests. Und ganz wichtig natürlich, gibt es auch entsprechenden Support dafür, für diese Dinge. Das heißt, man hat dann, wir haben entsprechend die Ersatzteile auf Lager liegen, dass man so dann auch den Support entsprechend gewährleisten kann. So, dann Themen, die wir heute gesehen haben, CPU und Supermicro-Chassis. Das gibt es dann bei uns als in der Fanboy-Reihe. Ich möchte hier mal zwei Systeme vorstellen. Einmal so das kleinere, das ist so ein HE-Gerät. Das war eben, so eine dankbare Kiste im Rack für Virtualisierung, für Hyper-Converged-Sachen im Cloud-Computing, könnte man sich sowas vorstellen. Und es ist natürlich auch mit den AMD-CPUs entsprechend high-end-enterprisig schon. Man kriegt vorne eine ganze Menge Platten rein. Das System ist ordentlich schnell mit der entsprechenden Menge an Speicher, Steckplätzen, DIN-Steckplätze. Das ist ja auch bei AMD etwas geschickter gelöst in der Anbindung, als es bei den Intel-CPUs gelöst ist. Und Sie haben hier auch die Broadcom Megarate-Controller drin, die wir gerade eben schon im Vortrag ein bisschen gehört haben. Das ist sozusagen die kleine Geschichte. Das Ganze dann am anderen Ende. Das wäre die 42E24. Das ist dann so ein Gerät mit diesen 8 GPUs hinten drin. Man sieht es auch auf dem Bild so ein bisschen. In der Mitte ist dann noch Platz für Netzwerkkarten zum Beispiel. Und das wäre tatsächlich mit dieser großen Menge an GPUs immer dann sinnvoll, wo man halt entsprechend die GPU-Leistung braucht. Also bei diesem ganzen Deep Learning, gerade in dem, wenn man so Modelle anlernt, dann braucht man relativ viel GPU-Rechenleistung. Man konnte sich sowas auch vorstellen als Virtual GPU-Haus. Wir haben ja mittlerweile nicht nur einen Virtual Desktop, sondern gerade so im CAD-Umfeld fängt man schon eine ganze Weile an, auch mit, dass man die Grafikleistung shared. Das heißt, man hat dann nicht mehr auf seinem Desktop irgendwie einen Rechner für diese 3D-Visualisierung mit der Grafikkarte, sondern man holt sich das quasi aus dem Netz von einem dicken Host und auch dafür sind solche Sachen natürlich dann prima geeignet. So, damit komme ich zum Schluss für heute. Ich schaue noch kurz, ob irgendwelche Fragen da sind. Nein, das scheint nicht der Fall zu sein. Ich weiß nicht von den Kollegen, ob ihr noch irgendwas zu sagen habt. Famous last words. Ja, schönen Tag noch und auf Wiedersehen. Stummschaltung ist aufgehoben. Ich finde das schön. Jetzt können wir wieder reden in der elitären Runde. Nein, also von meiner Seite aus ganz, ganz herzlichen Dank.
auch an alle Teilnehmer, wie gesagt, von meiner Seite aus AMD, Manka. War mir eine Freude, wie gesagt, präsentieren zu dürfen von meiner Seite aus. Wie gesagt, nochmals, falls Fragen sind, gerne jederzeit auch persönlich noch an mich, wenn es wäre, oder halt dann über die Kollegen der Boston IT. Und ansonsten sage ich schon mal ein erholsames Wochenende von meiner Seite aus. Ich schließe mich ebenfalls an, Dominik Mutter, Broadcom. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auch ein schönes Wochenende schon mal vorab. Dann bleibt mir noch zu sagen, danke fürs Teilnehmen, danke für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Sie bekommen im Nachgang, wie gesagt, wir werden die Präsentation online stellen als Video und auch die einzelnen PDFs, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. Da werden Sie dann demnächst von uns entsprechend Post bekommen, E-Mail bekommen. Ich kann vielleicht noch vorsichtig ankündigen, wir haben jetzt diese Webinargeschichte, ist eine Weile eingeschlafen, die haben wir wieder aufleben lassen. Wir haben jetzt noch keinen, weder einen Termin noch irgendwie großartiges Thema fürs nächste Mal. Es soll so sein, dass es ein paar Webinare im Jahr werden. Und wenn Sie irgendwas speziell interessiert aus dem Boston-Universum, irgendwelche Produkte oder Produktlinien oder Technologien, dann können Sie sich gerne an entweder die Sales-Kollegen wenden. Die Mailadresse steht ja hier auf dem letzten Slide. Oder Sie schicken die Anfrage an marketing@bostonit.de und dann werden wir schauen, was wir daraus machen können. Also wir sind für Ideen durchaus offen und da müssen wir nicht selber so viel nachdenken und können uns ein bisschen besser auch darauf ausrichten, was denn unsere Kunden hören und wissen wollen. Gut. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.